Hi und willkommen bei der Folge der artgerechte Teller. Wie baut sich dein gesunder Teller auf? Hier eine Step-by-Step-Anleitung. Theoretisch brauchst du weder einen Rechner für Kilokalorien oder Nährstoffe, weder musst du Punkte zählen oder dein Gemüseblatt haargenau portionieren. Wie der artgerechte Teller aufgebaut ist, direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Egal in welcher Ernährungsform du dich befindest, die Basis ist immer Gemüse. Nimm dir einen großen Teller oder eine Schüssel und dann packst du so viel Gemüse drauf, bis nichts mehr vom Teller zu sehen ist. Wenn was runtergefallen ist, zum Beispiel das Rosenkohlchen oder der Brokkoli liegt jetzt neben dem Teller, dann weißt du, okay, ist genügend drauf. Bedien dich aller Farben. Alle Farben des Regenbogens sind möglich. Grün, gelb, rot und was dazwischen liegt. Je nach Saison und Aktivität, nehmen wir mal als Beispiel Sport, dann bediene ich auch hier an stärkehaltigen Gemüse. Reis, Süßkartoffeln, geschält und gegarte Kartoffeln, Tapioca können hier eine sehr gute Quelle sein. Nudeln oder andere glutenhaltige Kohlenhydratquellen sind nicht die optimale Option aufgrund der glykämischen Last und dem enthaltenen Gluten, was dem einen oder anderen auf Dauer immer mehr zu schaffen macht. Möchtest du Gewicht verlieren, dann sind Kohlenhydrate mit das Einfachste, was du reduzieren kannst. Sie sind per se nicht schlecht, wenn du metabolisch flexibel bist, also im Stoffwechsel von Fettverbrennung auf Kohlenhydratverbrennung und Co. hin und her switchen kannst. Deshalb sind Low-Carb-Diäten, in Anführungsstrichen Diäten, tatsächlich auch so beliebt, weil sie sehr einfach umzusetzen sind. Der Teller ist also schon mal voll mit Gemüse. Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Enorm wichtig. Wie geht's jetzt weiter? Eiweiß oder auch Aminosäuren sind enorm wichtig für deinen Körper. Bestimmte Aminosäuren musst du über die Nahrung aufnehmen. Orientiere dich hier an deiner Handfläche. Pro Mahlzeit 1-3 Portionen hochwertiges Eiweiß. Alles, was in irgendeiner Form mal geflogen ist, geschwommen ist oder gegebenenfalls auch Eier. Nimm so viel Eier in die Hand wie nur möglich. Und ich hatte mal ein Seminar bei der Polizei, da hat jemand gesagt, na dann stapelt er doch einfach die Eierschachteln übereinander und hält die. Ja, dann isst du auch mal 10 Eier zum Frühstück. Fermentierte oder gekeimte, gewässerte Hülsenfrüchte, Insekten, all das sind gute Eiweißquellen, die du verzehren kannst. Und hier große Variation. Immer mal variieren. Montag Geflügel, Dienstag Fisch, Mittwoch gibt es vielleicht was Rotes, also ein Rind, dann gibt es wieder Fisch, mal Insekten, dann gibt es mal Hülsenfrüchte in Form von fermentierten Tempeh und Co. Je aktiver du bist, desto mehr Eiweiß benötigst du. Je kränker du bist, also auch Entzündungen im Körper, dein Immunsystem braucht mehr Eiweiß, um die Reparaturvorgänge zu beschleunigen und überhaupt ablaufen zu lassen. Daher 1-3 Handteller Eiweiß. Und mach es dir nicht kompliziert. Je nach Handgröße variieren die Portionen. Eiweiß sollte in jeder Mahlzeit mit eingebaut werden. Sättigt auch enorm gut. Auf den artgerechten Teller gehören auch Fette. Wenn du jetzt Öle verwendest, dann empfehle ich dir hochwertige Öle, wie zum Beispiel Olivenöl oder verschiedene Nussöle. Du solltest dir dennoch unterscheiden zwischen kalter und warmer Küche. In den Shownotes packe ich dir ein PDF, wo du siehst, welche Öle du wie erhitzen kannst. Bei den Fetten einen Daumen
oder 1 bis 2 Esslöffel pro Mahlzeit. Wenn du Oliven- oder Kokosfleisch isst, dann pro Mahlzeit 1 bis 2 gehäufte Hände. Bei Nüssen, Samen und zum Beispiel Avocado eine geschlossene Hand. Verwendest du also Avocados, eine halbe bis eine ganze. Nutzt du Kokosmilch, 1/4 bis 1/2 einer Dose. Bei Nüssen und Samen darauf achten, sie werden bekömmlicher, wenn du sie im Vorfeld einweichst oder vielleicht sogar ankeimst. Hier mal reinspüren und Nüsse sind somit die Allergenträger. Einweichen oder vielleicht sogar in der Pfanne anrösten durch die Hitze, kannst du sie bekömmlicher machen. Ganz zum Schluss noch das Obst. Obst ist ja je nachdem von Saison zu Saison unterschiedlich erhältlich, genauso wie bei Gemüse. Aber Gemüse muss sich vor Obst nicht verstecken. Obst liefert dir natürlich auch Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Je nach Saison kannst du hier natürlich 1 bis 2 Handvoll Obst am Tag essen. Achte bitte bei Smoothies darauf, dass sie mindestens zu 2/3, eigentlich eher zum 9/10, aus Gemüse bestehen und nicht aus Obst. Weil ich das sehr häufig erlebe, da wird eine Banane, ein Apfel, vielleicht noch Apfelsaft, eine Birne in den Mixer gepackt und ist ja gar nicht grün, dann schmeiße ich mal noch ein Blatt Spinat dahinter. Nein, das ist nicht die Intention, warum ein Smoothie ist. Wie schaut also jetzt zusammengefasst der artgerechte Teller aus? Gemüse drauf, bis du nichts mehr vom Teller siehst, Eiweiß drauf, 1 bis 3 Handteller und da nicht abschneiden, sondern heutzutage ist alles in irgendeiner Form genormt. Lachsfilet hat 525 Gramm und Co. Dann Fette mit integrieren in dein Essen und Obst je nach Saison 1 bis 3 Handvoll. Das war der artgerechte Teller. Rezeptinspirationen packe ich dir in die Shownotes, dann weißt du auch, wie das ausschauen kann auf dem Teller. Mach es dir nicht zu kompliziert, gib deiner Ernährung keinen Namen und das ist auch kein Freibrief, jeden Tag tierisches Protein zu essen. Nein, es geht auch sehr gut vegetarisch, vegan. Allerdings schaffe Abwechslung und verkopfe deine Ernährung nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media. Wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.